Guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es Zeit, weiterzufahren. Erstmal fahre ich Richtung Siede. Und da muss ich nämlich mein Vodafone wieder aufladen und ein bisschen einkaufen. Oh, es ist immer noch sehr windig gerade. Und auch sehr bewölkt heute. Und ich fahre danach noch die Ursula besuchen, die ich aus Bremen kenne. Die wohnt bei mir gegenüber. Und die wohnt in Siede. Und die hat mir angeboten, dass ich bei ihr Wäsche machen kann. Und das werden wir vielleicht erst morgen machen, weil sie keinen Trockner hat und wir müssen die Wäsche aufhängen. Und da ist es besser natürlich in der Sonne zu trocknen, weil morgen Sonnenschein ist. Genau, wir schauen erstmal, ob ich die Adresse finde und dann ja, schauen wir weiter. Die letzte Nacht war es wieder ganz schön kühl heute Morgen. Es waren nur 7 Grad in Scooby. Boah, das war doch schon wieder ganz schön kühl. Naja. Aber es kommen noch kältere Nächte, glaube ich, leider. Da muss ich ja wieder Heizung anmachen dann. Ja, schaut euch das mal an hier. Habe ich in der Sahara übernachtet oder was? Alles voller Sand hier. Boah. Na, das ist immer noch von dem Sandsturm. Deswegen, ich hätte auch hier oben ja komplett meine Papiertüte drüber oder meine Plastiktüte hier und hier auch. Trotzdem ist hier immer noch was reingeweht. Aber immerhin hat es was gebracht. Oh Scheiße, sind das ja wieder abenteuerliche Straßen. Meine Güte, ey, das ist ja hier ein Schlammloch nach dem anderen eben. Oh, hier noch eins. Scheiße. Oh, fuck. Mist. Na toll. Oh, so eine Kacke hier, du, ey. So eine Scheißstraße. Da hab ich das Scooby auch schön eingesaut hier, du. Boah, das war Stress. Mann, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so eine Scheiße hier. Ich habe gedacht, das ist so eine normale hier so eine Schotterpiste. Aber nicht so Feldweg wieder mit Schlammlöchern, Alter. Ey, so eine Scheiße, Mann. Oh. Oh. Das wird Scooby ja schön aussehen verlassen. Und das gerade das jetzt, wo ich eigentlich morgen unten am Wagen was machen wollte, ey. Was ist denn jetzt hier mit dem Navi los? Jetzt ist die Straße da gleich zu Ende oder was? Die Navigation geht nicht weiter. Was ist das denn jetzt? Aber jetzt soll ich hier rechts abbiegen und dann endet das da. Und dann wieder wenden. Ja, ist toll. Wo hat er mich hier hingeführt? Oh Mann, irgendwie bin ich da wohl falsch abgebogen oder ich weiß es auch nicht. Jetzt muss ich doch wieder zurückfahren. Aber nicht ganz den Weg, sondern ich weiß es nicht genau, oder? Ich hoffe nicht, dass ich wieder den Weg zurückfahren muss. Ah, das war jetzt mal eben Kilometer falsch oder so. Jetzt bin ich wieder zurück auf dieser anderen Piste, wo ich eben drauf war. Ich glaube, ich bin hier eben von rechts rausgekommen. Und ich muss gleich links fahren. Was für eine Piste ist das hier? Oh nee, das wird ja immer schlimmer da vorne, ey. Scheiße. Guckt euch das schon wieder an. Oh nee, ey. Jetzt ist da wieder so ein Loch. Oh, das ist richtig tief. Ja, die Auffahrt, das ist, macht mir ein bisschen Sorgen da drüben. Runter geht's ja, aber da drüben rauf. So, ich habe erstmal da was hingelegt und da drüben. Ein bisschen etwas besser ist. Jetzt gucken wir uns erstmal Scooby an. Der Schmatzsch ist eben bis auf die vordere Scheibe hochgespritzt. Hier so geht es ja noch eigentlich, aber.
Sah schon schlimm aus eben. Man merkt das sofort, wenn man durch Wasserdurchfahrten fährt, dass die Bremstrommel hinten oder vorne schlecht werden, dass sie total zu einer Seite ziehen. Man muss sie erstmal mächtig abbremsen, damit sie wieder gleichmäßig ziehen. Bei dieser scheiß coolen Durchfahrt habe ich schon wieder den Tank hinten abgerissen, ey. Ach Mann, der hängt schon wieder darunter. Oh Mann, und gerade so alles voller Schlamm jetzt ist. Lecker, danke. Ach Mist. So, es hat 20 Minuten gedauert, aber ich habe es wieder geschafft. Der Tank ist wieder befestigt. Oh Mann. Jetzt habe ich nur noch hoffentlich 550 Meter bis zur Hauptstraße. Ich hoffe mal. Er sagt mir jemals, da muss ich abbiegen. Hoffentlich ist da hinten die Straße, weil ich habe da schon ein paar Autos fahren sehen da hinten. Mal hoffen. Jawohl, ich habe die Hauptstraße erreicht. Oh, endlich, Mann. Geschafft. Ja, was für ein interessantes Einfahrtstor da drüben. Das wird zur Stadt hier, die Einfahrt, wa? Und da oben geht es schon wieder nach Kumkoi. Da war ich doch schon. Und Kumkoi, wieso geht es denn da lang? Komisch. Naja, ich bin jetzt hier fast auf dem Weg in Siede. Oder an Siede schon vielleicht vorbei, ich weiß nicht. Mann auf Gott, fahre ich jetzt hin, erstmal zum Vodafone Shop. Oh, mein Dino! Wahnsinn! Ja, hier gibt es immer ziemlich viele Geschäfte rechts auf der rechten Seite und links natürlich auch ein paar. Ja, jetzt sind natürlich gerade wieder wenig da, immer wenn ich die Kamera anmache, ne? Was ist das denn hier? Ja, so sieht es hier aus, der Landschaft. Ein paar Berge im Hintergrund. Ein paar Kilometer muss ich wieder abfahren. Dann geht es wohl in die Stadt rein. Eben auch schon wieder einer. Ich stehe hier an einer roten Ampel. Rechts neben mir steht auch einer. Der wartet dann, bis dann der Querverkehr aufhört und fährt einfach bei Rot weiter. Ja, okay. Ja, eine Maschine mit vielen silbernen Kuppeln. Schön, schön. Aber ist das was? Ist denn da? Ah ja. Das ist auch wieder nur eine Werkstatt. Überwiegend nur immer Autowerkstätten und nicht nur so ein Teileladen rein. Oder Autohändler gibt es natürlich auch ganz viele, aber schwierig zu finden hier. Ich finde das immer so erstaunlich. Man fährt durch ein Matschloch und die ganze Front ist bespritzt mit Matsch. Bis da hoch. Ich weiß nicht, wie geht das? Das Wasser ist doch gar nicht davor. Das Schöne ist, ich habe einen Parkplatz gefunden und auch in der Nähe von einem BIM und gegenüber ist ein Sockmarket. Das heißt, einkaufen kann ich auch gleich hier. Und jetzt muss ich erstmal vorne zur Ecke gehen, da war der Vodafone-Shop. Boah, was für ein Chaos, immer hier in der Stadt, aber immer sehr schwierig, einen Parkplatz zu finden. Gerade mit meinem großen Scooby. Oh, was geht hier denn ab? Das ist der erste McDonald's, den ich hier sehe. Überhaupt. Ist ja interessant. Aber ich gehe ja nicht so gerne dahin. Außer mal Milchshake. Das ist das Einzige, was ich sonst bei McDonald's mal verzehre. Sehr gut, ich habe alles geschafft. Ich habe erst Vodafone mein Guthaben aufgeladen. Und zwar hat sie mir ein neues Paket angeboten. 30 GB für 100 türkische Lira. Allerdings ohne SMS und ohne Telefon. Aber das brauche ich ja sowieso nicht. Das ist gut. Und dann war ich noch einkaufen beim BIM und beim Sock. Und zwar beim Sock musste ich noch ein paar Sachen besorgen, die beim BIM wieder nicht verfügbar waren. Irgendwie, die haben auch immer ständiges Sortimentwechsel so ein bisschen. Manchmal gibt es da Sachen gar nicht, die man vorher in dem Laden vom BIM gekauft hat, weiß ich auch nicht. Ganz seltsam irgendwie. Naja gut, jetzt habe ich alles gekriegt, alles verstaut. Jetzt gebe ich die Adresse ein, wo ich hinfahren will, nach Siede. Und los geht's. Schon wieder etwas chaotisch hier, die Straßenführung oder eher gesagt die Navigation. Naja, so jetzt bin ich hier in einem Art Wohnviertel angekommen. Ich bin noch lange nicht da. Noch 2 Kilometer muss ich durchfahren hier. Aber erstmal weg von der Hauptstraße, ey. Das
ist ja mal ein bisschen kritisch so bei den ganzen vielen Autos, die alle so komisch fahren. Genau, überall gibt es ja so geschlossene Wohnanlagen. Genau, ich muss wieder links rum. Da fällt mir doch gerade ein, vor das Auto hier im Kreisel da. Naja, hat zum Glück noch gerade gepasst so. Ey, wir haben so riesen breite Straßen hier, da könnten ja fünf Spuren nebeneinander fahren. Oh ja, ich hab die Abfahrt verpasst. Okay. Dann sollte auf das Navi gucken. Ah, was ist denn das denn für komische Häuschen hier? So, hier irgendwie. Links rein muss ich gleich fahren. So, vorne geht's ab. Was ist denn das für eine komische Straßenführung hier? So breite Straßen, ey. So, ich bin wieder zurück in Scooby. Ja, es ist jetzt gleich 21:15 schon abends. Und ich war die ganze Zeit bei der Bekannten und wir haben natürlich viel geschnackt. Oh, weil wir uns ja schon länger nicht gesehen hatten. Und wir haben eine Wäschmaschine gemacht und aufgehängt draußen auf dem Balkon schon mal, weil morgen kommt dann auch die Sonne da rum und dann hoffen wir, dass es schnell trocknet. Und morgen wahrscheinlich noch zwei Maschinen vielleicht. Mal gucken, wie viel reinpasst. Jo, und mein geplant ist noch für morgen halt Ventile einstellen und Ölkontrolle sozusagen vom Getriebe und Hinterachse. Das ist erstmal so für morgen geplant. Hurra, jetzt ist es schon wieder kühl. Bei ihr war es jetzt noch so 18 Grad in der Küche. Die heizt eigentlich immer nur die Küche, weil sie eigentlich keine sonstige Heizung hat in der Wohnung. Und die Wände auch ziemlich auskühlen immer, hat sie gesagt, im Winter. Und die heizt nur mit Strom, weil das nicht so, auch nicht so teuer ist hier. Und ja, mal gucken, wie warm es im Scooby ist jetzt. Wahrscheinlich nicht sehr warm. 9 Grad. Oh. Das ist schon kalt. Naja, und es wird ja noch ein bisschen kühler. Vermutlich wieder so um die 7 Grad, 6 Grad, 7 Grad in der Nacht. Oh, schnell unter die Decke. Jo, dann bis morgen. Ciao. Guten Tag, ihr Lieben. Ja, da bin ich mal wieder. So, ich habe schon gefrühstückt oben. Es ist schon Nachmittag jetzt. Ja, und das Gute ist, mein Paket ist angekommen. Aber leider musste ich doch noch Zoll drauf bezahlen. 340 Lira, das sind ungefähr 17 Euro. Keine Ahnung, warum das jetzt auch immer noch was bezahlen musste. Na gut, immerhin, es ist alles da. Das Kanäle-Passage habe ich schon weggepackt. Und das ist der Rest hier für meinen Kajak, diese Sachen hier für die Pumpe und so weiter. Hier ganz wichtig, der Drohnen-Gimbal mit der Kamera. Und der Rest ist noch Lebensmittel und so weiter, alles Mütze und ein paar Verlängerungskabel für meinen Kopfhörer. Ja, super. Jetzt geht es erstmal in die Reparatur. Ich wollte heute noch die Ventile einstellen und ein bisschen Öl auffüllen an den Hinterachse und am Getriebe. So, das ist erstmal der Plan für heute. Das sollte erstmal noch 2 Stunden dauern. Und noch ist Sonne da. Und jetzt haben wir zum Glück auch, dass die Wäsche wieder geht, weil nämlich heute war ein Wasserleck im Keller. Und deswegen musste das Wasser abgestellt werden im Haus. Und ich hatte schon Sorge, dass wir die Waschmaschine nicht machen können heute. Denn heute ist nämlich der einzige Sonnentag und ab morgen soll schon wieder leider bewölkt und Regen kommen. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir die Wäsche natürlich aufhängen auf dem Balkon, weil sie hat keinen Trockner hier. Wir trocknen das in der Sonne. Jo, aber es klappt ja scheinbar heute alles. Sehr gut. So, fast alles geschafft. Ich habe eben drinnen geduscht. Dann haben wir nochmal eine Wäsche angeschmissen. Die restliche Wäsche ist schon getrocknet durch den Wind und die Sonne. Sehr gut, jetzt kann ich mein Bett beziehen. Hab auch schon Ventile eingestellt und so weiter, Öl kontrolliert. Hinten an der Hinterachse fehlte ein bisschen Öl im Differential und im Getriebe war komischerweise, da lief es raus, also da war zu viel. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Normalerweise füllt man ja bis zu einem Level ein und dann kann man nicht überfüllen. Weiß nicht, woran das jetzt liegt, aber ja gut. Ventile einstellen hat wieder 1,5 Stunden gedauert. Ich habe wieder 2 Durchgänge durchgemacht und ja. Klingt erstmal so im Stand ganz okay.
Morgen werden wir dann bei der Fahrt mal sehen, wie es sich anfühlt, ob ich mehr Leistung habe jetzt. So, es gibt noch Neuigkeiten von der Waage. Ich habe mich eben gewogen vor dem Duschen. Und zwar habe ich richtig abgenommen, was ich schon geschätzt hatte. Ich habe 79,4 jetzt noch auf der Waage. Das heißt, vermutlich 12 Kilo abgenommen. Na, nicht mal im halben Jahr jetzt. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich zusammen. Ja, ich wollte noch mal berichten, was ich noch gemacht habe vorhin. Und zwar waren wir noch essen gewesen bei einem Restaurant. Wir sind zu einem Restaurant gefahren und dort haben wir lecker gemampft. Ja, sie hat mir sogar das Essen spendiert. Das war natürlich super nett. Vielen Dank. Das gab sozusagen so eine Auflaufform war das. Mit super brutzelig heiß. Das kochte richtig noch am Tisch. Und das war so Gemüse mit Hühnchenfleisch drin. Und dazu gab es so Reis, den man da reinkippen konnte. Und ja, habe ich erstmal ordentliche Chili-Pulver so in der Art drauf gekrümmelt. Und dann gab es dazu noch so dieses große Fladenbrot, das ist sehr dünne. Da konnte man dann sozusagen abreißen und das mit dem Essen dann essen. Und dazu gab es noch Salat und noch so eine Knoblauchsoße und noch so eine andere Gemüse-Knoblauch-Zeugs, irgendwas. Ja, das schmeckt super lecker. Also hat echt gut geschmeckt und das Essen, das Hauptgericht, hat jetzt 7,60 Euro gekostet. Das waren 150 türkische Lira. Und dazu hatte ich noch eine Fanta, die kostete nur 25 türkische Lira, was in etwa etwas mehr als ein Euro ist. Aber auch natürlich super billig für ein Restaurant. Ja, war ein schöner Abend und dann haben wir eben noch bei ihr wieder gesessen und die ganze Zeit geschnackt und noch was übertragen auf dem Laptop und hin und her und getestet und so weiter. Und ich habe ihr nochmal meine VR-Brille gezeigt mit dem Puzzle, was ich da ja gemacht habe und fand sie interessant, aber es ist doch nichts für sie. Sie spielt lieber am Laptop irgendwas. Auch gut. Ja, also ansonsten bin ich schon recht müde vom Arbeiten heute am Auto, vom Rumkrabbeln hier unterm Auto. Und ja, deswegen gehe ich jetzt schon mal ein bisschen eher ins Bett. Ich habe ja alles Bett neu bezogen hier. Alles frisch gewaschen, bin ich sehr zufrieden mit, dass wir alles schön gewaschen haben und alles getrocknet ist. Noch zwei Sachen sind nach oben, die noch auf die Leine müssten, für morgen nochmal. Ja, super. Dann habe ich noch ein Brot gekauft. Hier dieses große, ja so groß ist es nicht, aber das hat jetzt 25 türkische Lira gekostet, also auch irgendwie 1,20 oder so in etwa oder 1,10 Euro. Ist aber scheinbar Vollkorn, ist auch ziemlich fest. Das ist ganz gut. Ja, und ansonsten haben wir noch hier das Obst und Gemüse von letztem Mal, was ich gekauft hatte. Birnen, so groß wie Orangen und so rund. Habe ich noch nie gesehen vorher. Das sind Birnen hier. Wahnsinn. Alles so riesig, Klumpen hier. Kartoffeln und Bananas. Die sind aber ein bisschen so grün, die müssen erstmal ein bisschen reifen. Ja, alles super soweit. Ich wollte euch ja nochmal zeigen hier, das ist dieses Druckmanometer für die Pumpe, für meinen Kajak. Noch ein zwei Abtropfringe und hier, das sind die großen Finnen. Die sind doppelt, naja, ja, da etwas doppelt so groß wie die vorhandenen schwarzen, die ich bisher hatte. Ich hoffe mal, dass sie ein bisschen mehr Stabilität bringen. Da gibt es drei Stück von für das Boot komplett. Die kann man natürlich nur im tieferen Gewässer benutzen, dass man ein bisschen mehr Stabilität hat. Dass das Boot nicht immer so hin und her schlägert beim Paddeln. Mal gucken, ob das was bringt. Jo, soweit, das wäre es erstmal für heute. Das Video, ja, da ist schon das letzte Video jetzt wieder gewesen. Ich habe eigentlich gar nichts mehr, sozusagen, ich bin schon aktuell. Ihr seid jetzt fast aktuell gewesen und ja, müssen wir abwarten, bis wieder was passiert.